Wipro ist ein in dritter Generation eigentümergeführtes Familienunternehmen. Gegründet von meinem Großvater 1955 sind wir zu einem 140 Mann starken Team herangewachsen. Wir beschäftigen uns mit der Konstruktion, der Entwicklung und der Produktion von hochdämmenden, brandhemmenden Dachbodentreppen und Flachdachausstiegen aus Stahl. Neben der Fertigung von Dachbodentreppen und Flachdachausstiegen beschäftigen wir uns im Holzbereich mit der Entwicklung von hochwertigen Haus- und Innentüren. Produziert wird ausschließlich am Standort in Vorderweißenbach in Oberösterreich im wunderschönen Mühlviertel. Überall dort, wo hohe Qualität geschätzt und Energie eingespart werden soll, ist Platz für eine Wipro-Dachbodentreppe. Und neben unseren Hauptmärkten Österreich und Deutschland sind die skandinavischen Länder sowie Nordamerika eigentlich die wichtigsten Absatzmärkte. Unsere Dachbodentreppen erfüllen die besten Dämm- und Isolierwerte, weit über den Vorgaben, und wir füllen es kontinuierlich. Nicht nur die Testtreppen können das, sondern auch die Treppe, die dann an den Kunden ausgeliefert wird. Wipro Dachbodentreppen haben eine kurze Vorlaufzeit, das heißt, Normtreppen sind in der Regel prompt ab Lager verfügbar. Sonderkonstruktionen dauern wenige Werktage und gibt es auch in die unterschiedlichsten Farben, ob verzinkt oder einfach nur pufferbeschichtet. Also aufgrund einer hohen Fertigungstiefe im Werk haben wir die Qualität im Haus und haben dadurch auch die Möglichkeiten, kundenspezifische Lösungen anzubieten und die rasch umzusetzen. Also unsere Dachbodentreppen sind besonders langlebig. Wir versuchen immer unser Produkt zu verbessern. Wir versuchen es nicht billiger zu machen, sondern besser und langlebiger zu machen. Wir haben immer wieder Kunden, die sich melden, die sagen, ich habe Dachbodentreppen aus irgendwo den 60er Jahren, den 70er Jahren, die funktionieren heute noch einwandfrei. Und hätten die schon eine Dämmung, die dem heutigen Standort entspricht, dann würden wir das gar nicht tauschen. Bevor wir in die neue Salvagnini-Stand zum Fliegerlinie investiert haben, hatten wir bereits eine S4-P4-Kombination, die ist aus 1998, wenn ich das richtig im Kopf habe, war damals schon ein Meilenstein und wir waren, glaube ich, eine der ersten Anlagen, die in Österreich aufgestellt wurden. Bei dieser alten, aber nach wie vor im Einsatz befindlichen Maschine hat es noch keinen Blechturm gegeben, keinen Entnahmeroboter, und wir mussten genau planen, wann die Bleche, das Blechformat, die Blechqualität getauscht werden musste, damit wir keine Teile übersehen haben, weil das einfach jedes Mal einen Riesenaufwand bedeutet hat. Wir waren es bereits von unserer alten Produktionslinie gewohnt, vom Blechpaket bis zum fertigen gestanzten und gebogenen Teil, das alles über eine Anlage laufen zu lassen. Das hat sich für uns bewährt, dieses Konzept, und darum haben wir das bei der neuen Maschine auch wieder so haben wollen. Wir haben viele neue Optionen drauf, CLA, ganz wichtig für uns die Cut-Option, die ermöglicht uns ganz neue Fertigungsansätze, Fertigungsmethoden, und essentiell für uns ist einfach der Blechturm, der vorgelagert ist, weil wir wirklich dadurch Stückzahl 1 realisieren können, und der nachgelagerte Entnahmeroboter, der einfach nicht mehr den teuren und hochqualifizierten Maschinenbediener mit so Aufgaben wie Abstapeln beschäftigt oder blockiert. Den Wunsch, einen Abnahmeroboter zu installieren, hatten wir bereits bei der alten Anlage. Dort ist es platzmäßig aber nicht möglich gewesen. Bei der neuen Maschine haben wir jetzt diesen Abstapelroboter dazu gewählt und erleichtert das Arbeiten ungemein. Die Programmierung hat sich wesentlich einfacher dargestellt als ursprünglich befürchtet. Wenn das Teil ausprogrammiert wurde, wird die Kontur an den Roboter übergeben, und das Abstapeln ist keine eigene Wissenschaft mehr. Mit der neuen S4P4-Linie haben wir unsere Fertigungsstrategie ändern können auf kleinere Lose, weniger Zwischenbuffer und dadurch auch weniger Material, das in der Produktion herumsteht. Der automatische Werkzeugwechsel erleichtert die Produktion ungemein. Man muss nicht mehr so viel Rücksicht nehmen, welche Teile man nacheinander produziert, und Stückzahl 1 ist dadurch eigentlich nicht nur am Papier, sondern in der Realität möglich. Als Beispiel kann man sagen, dass ein Stand- und Biegeteil, das wir produzieren, wenn wir das uns in unserer Losgröße produzieren, damit wir dieses ganze Batch produzieren, brauchen wir auf der alten Maschine ein bisschen über 1,5 Stunden, also 1 Stunde 37 oder so. Und auf der neuen Maschine schaffen wir das in 22 Minuten. Einfach um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, und wie viel die neue Anlage wird schnell ist, ist die Arbeit. Die neue Anlage bringt wesentliche Vorteile für uns.
Wir haben weniger Ausschuss, die Platinen können besser ausgenutzt werden, weil das Nesting einfach relativ einfach ist. Die neuen Möglichkeiten, die Maschine uns gibt, gibt natürlich wieder neue Denkansätze, neue Überlegungen. Und wir haben da schon einige Sachen, die wir in den nächsten Monaten, nächsten Jahren verwirklichen und umsetzen wollen. Also es wird sicher nicht ruhig werden um Wipro am Dachbandmarkt. Wir kennen Salvagnini seit mittlerweile 25 Jahren. Wir schätzen sehr die regionale Nähe, das technische Know-how und den Support. Jetzt, wenn es irgendwo ein kleines Problem gibt, gibt es von Salvagnini innerhalb kürzester Zeit eine Lösung. Die Ersatzteilversorgung aus Ensdorf ist sowieso klasse und wenn einmal Teile aus Italien kommen müssen, dann funktioniert das in der Regel auch overnight. Die Zusammenarbeit mit Salvagnini habe ich als sehr wertschätzend und professionell empfunden. Es sind viele Lösungsvorschläge gekommen und auch der Aufbau der Maschine ist komplett reibungslos von der Hand gegangen und wir sind soweit sehr zufrieden damit. Nachdem ich mit meinem Bruder 2016 das Unternehmen von unseren Eltern übernommen habe, haben wir unsere Umsätze stark ausbauen können und haben uns relativ rasch dazu entschieden, die Produktion auszubauen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir diesen Neubau mit lauter starken Partnern umsetzen durften. Einer davon war die Firma Salvagnini. Nachdem es da ja schon eine gewisse Vertrauensbasis gab, sind wir auch jetzt wieder der Meinung, dass das die richtige Entscheidung war, das wieder mit Salvagnini umzusetzen. Und ja, wenn wir die nächste Fertigungslinie aufbauen möchten, dann wird der erste Weg sicher wieder nach Ensdorf bzw. Sarajevo sein.